Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video will ich euch Weiterentwicklung von dem neuen Pferd auf meinem Hof und meinem Stall zeigen, wie die dann weitere Entwicklung verlaufen ist. Und vor allem will ich euch hier Entwicklung von Winterfell zeigen bei dem Pferd, weil das Pferd hatte ja sozusagen ganz wenig Fell und kein gutes Winterfell. Und wie schnell dieses gehen kann, wie schnell sich Winterfell bilden kann und wie schnell sich so ein Pferd akklimatisiert. Und vor allem das Pferd ist eben wichtig zu sehen, wie das Pferd gewisses Gewicht erreicht hat und dann dieses Gewicht auch gehalten hat. Das Pferd hat auch nicht weiter zugenommen. Ja? Das ist auch sehr, sehr wichtig hier zu sehen, die intakte Essinstinkte der Pferde, wie die Entwicklung und Genesung von dem ganzen System und Winterfell und Hormonhaushalt praktisch passiert ist und wie diese intakte Essinstinkte funktionieren, dass das Pferd ein gewisses Gewicht hat und es auch halten wird und auch nicht mehr zunehmen wird, obwohl das Pferd alles zur Verfügung hat, auch Obst, Gemüse und Hafer und Sonnenblumenkerne, Heu und so weiter, alles was wir in unserem Stallmanagement geben. Also hier ist es eben für euch mal Weiterentwicklung von dem Pferd und was ich getan habe beim Regen am Anfang und generell so eine Zusammenfassung. Viel Spaß! Die nächsten Tage bewegt sich die Herde relativ harmonisch und homogen auch als Gruppe. Bazi hat sich sehr schnell integriert und wenn ein Pferd so viel Platz auf einmal bekommt, dann erwachen ja alle Instinkte bei den Pferden und die Pferde sind viel wacher. Sie suchen sich ja die Wege selbst aus, wie sie gehen. Die flüchten ja meist von vermeintlicher Gefahr. Es ist hier auch so ein Weg, was Bazi eigentlich hier vorgibt, weil die Stuten nehmen es so eigentlich nie. Und er gibt es vor und die beiden folgen ihm. Das war auch ganz interessant zu beobachten, auch bei diesem Pferd und auch generell bei den Pferden, wie die Bewegungen verlaufen. Das ist dann wieder Tag oder zwei Tage danach und es regnet. Das hat mir am Anfang etwas Sorgen gemacht, wie im letzten Video schon angesprochen, weil der noch nicht so optimal dafür vorbereitet war und mit wenig Fell durchnässt das Pferd auch relativ schnell bis auf die Haut. Und hier war da ein kleines bisschen Sorge am Anfang. Deshalb auch gleich viel Vitamine. Die Obstmenge würde dann von Tag zu Tag gesteigert, so wie der das auch mehr und mehr vertragen konnte. Das ist das, was wir in unserem Stallmanagement auch machen. Wir gehen ja eigentlich nie sofort auf volle Obstmenge, sondern fangen immer langsam an. Und weil es geregnet hat, habe ich mich entschlossen, auch im Stall Luzerner zu füttern. Zumindest Luzernerheu, so dass die Pferde mal ein paar Stunden am Tag im Stall waren, also dass sie praktisch nicht im Regen standen. Den Stuten hat es nie etwas ausgemacht und anderen Pferden, die dort waren. Aber die sind ja auch zu anderen Jahreszeiten gekommen. Er ist kurz vor Winter gekommen und oder eigentlich im Winter schon. Und hier war das dann notwendig, dass er ein bisschen geschützten Platz hat. Deshalb habe ich im Stall gefüttert. Das mache ich nie, weil die Staubbelastung für die Pferde im Stall enorm ist. Das wird wirklich sehr unterschätzt. Immer draußen Heu füttern. Und die
Hafer, Sonnenblumenkerne, Menge würde auch täglich gesteigert. Er konnte auch immer mehr am Stück essen, ohne dass er dann am Eimer gekaut hat. Also man hat ja auch gesehen, diese Sache mit Magen reguliert sich ja auch bei ihm. Also das hat man ja auch an Obstmenge gesehen, die er immer mehr vertragen konnte. Und auch an Hafer- und Sonnenblumenkerne. Das war sehr, sehr gut, das bei ihm zu beobachten. Und natürlich haben die Pferde immer jede Menge Luzerner Heu bekommen, zwei- oder dreimal am Tag, sodass die ersten Tage oder Woche, 10 Tage in etwa, war da praktisch ständige Steigerung in Nahrungsmittel bei dem Pferd und Nahrungsangebot. Und das habe ich dann auch überall, auch im Wald, mal an verschiedenen Stellen mal so Obst verteilt, sodass die Pferde immer etwas finden konnten und bei diesen Wanderungen, die sie machen, auch ihre Obstportionen finden konnten. Das ist dann auch so immer nett mit den Pferden zu machen und dann zu beobachten, wie sie schön wandern und wie sie zu diesen Plätzen kommen und dann auch Obst dort suchen. Ja, und das ist eben so, wie es weiterging. Und das war ja, glaube ich, nach einer Woche schon oder 8. oder 9. Tag, dass man da auch gesehen hat, dass sich da auch was tut, auch im Körper und im Fell. Wachstum, das ging auch wirklich schnell, überraschend schnell, diese Anpassung von ihm. Man muss dazu sagen, er ist jung, er ist 8 Jahre alt und da geht so etwas noch schneller als bei einem Pferd, das vielleicht etwas älter ist oder vielleicht krank ist. Also bei ihm war das ja ein sehr gutes Beispiel von einem jüngeren Pferd, das in dieses Stallmanagement kommt und die Entwicklung, die man hier zeigen kann. Und das war dann das Resultat, das man relativ schnell sehen konnte. Nach circa 10 Tagen in etwa, also 9, 10 Tagen, hat er dieses Fell bekommen. Das ist wirklich unglaublich, wie schnell das ging und wie dicht das Fell er entwickelt hat. Und das waren auch dann Fotos, dass man genau Unterschied sieht, was sich da nach 9, 10 Tagen und dann auch später entwickelt hat bei ihm. Und dann zeigt sich natürlich auch hier, wenn es kälter wird, was es ausmacht, dass das Pferd eben so zugenommen hat und zunehmen musste für den Winter. Das zeigt sich ja auch, warum es wichtig ist, dass man versteht, dass die Pferde für den Winter zunehmen müssen, wenn sie gesund bleiben sollen. Gerade eben die Pferde, die natürlich leben, die ertragen wirklich unglaubliche Temperaturen. Das war auch so ein Morgen, so eine kältere Nacht. Die Pferde chillen hier in der Morgensonne, so kleine Gruppe und ganz entspannt. Man sieht ja auch, wie die Stuten ihm folgen. In dieser Zeit hat sich natürlich das schon eingespielt, dass die Stuten sich ihm angeschlossen haben.
Er war ganze Zeit bewegungsfreudig. Die Stuten haben sich durch ihn sehr viel bewegt. Zwischendurch haben sie wirklich viel gerannt und gespielt. Vor allem er dreht relativ schnell auf und spielt unglaublich schön mit Pirouetten und Steigen. Das ist wirklich super, ihm zuzuschauen. Und hier immer abends dann auch wieder Hafer, Sonnenblumenkerne, Luzerne. Das sind so tägliche Rituale, an die er sich auch sehr schnell gewöhnt hat. Pferde lieben diese Rituale, dass man dann zur gewohnten Zeit etwas anbietet, zum Essen oder Spaziergänge unternimmt oder einfach mal irgendwie, was man mit Ritualen zu tun hat, das lieben sie und das entspannt sie auch sehr. Das gibt ihnen eine Sicherheit, das machen die in der Herde auch so. Und da kam dann auch schon Schnee im Dezember, dies Jahr etwas früher als gewöhnt, aber hat uns hier wunderschöne Gelegenheit gegeben, tolle Sonnenaufgänge zu fotografieren, zu filmen, mit den Pferden Zeit zu verbringen, in dieser wundervollen Stimmung und Atmosphäre auf meinem Hof. Das ist herrlich entspannend und wie man sieht an Donners Mähne, es war ja auch teilweise richtig, richtig kalt. Das waren ein paar Tage, wo es knackig kalt war, mit minus 8, minus 9 Grad oder minus 10 Grad in der Nacht. Und wenn Wind geht, das ist gefühlte minus 15 Grad und das ist sehr kalt. Und Bazi, dadurch, dass er zugenommen hat und hier richtig in gute Form gekommen ist, konnte durch diese Wetterlage sehr gut durchgehen. Also der von 20. November bis jetzt hier, ja, die Fotos sind vielleicht vom 15. Dezember in etwa. In einem Monat hat er so viel sich vorbereitet für den Winter, dass er das gut überstehen konnte. Und hier ist auch Schlafplatz für die Pferde. Ich habe es wegen ihm hingestellt, Heu, so dass die Pferde hier hinlegen können, wenn sie möchten. Manchmal haben sie das benutzt, manchmal haben sie es nicht benutzt. Ich habe hinten andere Stellen gesehen, wo sie sich hingelegt haben. Aber es ist ganz gut, dass sie hier also praktisch auch etwas weicher und eben nicht direkt auf dem Eis liegen müssen. Ja, die können ja natürlich dann selber wählen, wo sie liegen. Aber diese Möglichkeit sollte man ihnen geben, weil diese Fragen bekomme ich ja auch. Wie macht man das für die Pferde, dass sie dann trocken liegen können? Hier bei mir geht es ja, weil es wenig regnet und wenig Niederschlag gibt. Draußen, wenn es nass wird, dann räume ich das weg und mache das andere drauf. Hier sieht man ja auch an Donners Schweif, wie kalt es an diesem Morgen war. Und an diesen Tagen, wo es so kalt ist, dann schätzen die Pferde doch einen Platz, wo sie sich irgendwie unterstellen können und weich hinlegen können, trocken liegen können. Das sollte man dann schon den Pferden ermöglichen. Das war dann auch für dieses Mal so kurze Zusammenfassung, wie toll er sich entwickelt hat, wie schnell das geht. Wie er praktisch innerhalb von 20 Tagen sich komplett auf Winter vorbereitet hat, ein Pferd, das nachts in der Box war, mit diesen Problemchen, was er mitgebracht hat, mit Verdauung. Hier sieht man, wie toll diese Luzerne eigentlich ist. Und wie er diese Zeit super überstanden hat und hier bei diesem Winter und diesen Temperaturen, die innerhalb von einem Monat gekommen sind, wie er gut für die vorbereitet war mit diesem Zunehmen. Er hat 100 Kilo locker zugenommen, vielleicht auch mehr in dieser Zeit. Und das hat er auch gebraucht, dass er das eben so jetzt entspannt überstehen kann.